Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute befinden wir uns im australischen Outback, wie Sie hinter mir sehen können. Und das hat einen Grund, denn der Hund, welchen ich Ihnen gleich präsentieren möchte, der stammt von dort. Ich spreche hier vom Australian Pig Hunter, vom Bull Arab. Funky Australia. In den Halbwüsten Australiens kämpfen Farmer schon lange mit Wildschweinen. Diese Tiere wurden dort mit den ersten Siedlern auf dem Kontinent angesiedelt und entwickelten sich zu einer recht großen Plage für die Bauern in Australien. Unkontrollierte Vermehrung und so weiter, Sie wissen schon. Um diese entgegenzuwirken, werden die oftmals heftig intensiv bejagt. Hier benötigt man in Australien in den größten Teilen des Landes keine Lizenz dafür. Bei diesen Jagden kamen und kommen sehr oft Hunde zum Einsatz. In einer ähnlichen Art und Weise, wie sie schon im mittelalterlichen Europa zum Einsatz kamen, zur Wildschweinjagd, die damaligen Sauhunde, Saupacker. Die werden in Australien zumeist auf Autos mitgeführt, diese Hunde, und etwa einen Kilometer von den Wildschweinen entfernt vom Auto gelassen. Die nehmen dann die Spur auf, die Frische, verfolgen das Wildschwein, holen das ein, packen es, halten es, so lange bis der Jäger da ist und es erlegen kann. Selbstverständlich benötigt man für solche Aufgaben ganz besondere Typen von Hunde. Die müssen alle schnell, stark, beweglich, mutig sein, denn sind sie das nicht, ist ein Hund schnell mal schwerst verletzt oder gar getötet, denn selbstverständlich wissen auch sie, dass ein ums Überleben kämpfendes Wildschwein ein fürchterlicher Gegner für alle Raubtiere ist. Ich persönlich hatte zweimal Begegnungen mit Wildschweinen mit meinem Hund im Wald. Ich lebe ja angrenzend des Rosalia-Gebirges und jedes Mal, wenn ich auf Wildschweine treffe, entwickelt sich bei mir dieses Gefühl. Ich weiß schon, es benötigt besondere Umstände, damit Wildschweine sie attackieren, doch eine führende Bache, also ein Wildschwein mit Frischlingen, kann hier schon sehr kantig werden. Und ein sehr naher Verwandter von mir, der musste schon mal 40 Minuten auf einen Zaun flüchten vor einer führenden Bache. Also das sind schon ziemlich kantige Gesellen. Ja, in den 70er Jahren in Australien entwickelte ein gewisser Mr. Mike Hodgins den Gedanken, den ultimativen australischen Saupacker zu züchten. Der wollte einen Hund haben, der nicht nur schnell, stark, mutig und ausdauernd ist, sondern auch über eine exzellente Nase verfügt. Jetzt begann er ein Zuchtexperiment, das er aber leider nicht dokumentierte. Doch Leute, die mit ihm zu tun hatten, die versichern, dass Mr. Hodgins Bullterrier mit Greyhounds und Deutsch Kurzhaar verpaarte. Manche sagen auch, er verwendete Pointer, englische Pointer dazu. Der Name Bull Arab, also dieser Beiname Arab, der resultiert aus der Annahme, dass man statt dem Greyhound hier den arabischen Saluki verwendete. Doch diesbezüglich ist man sich nicht sicher. In den 80er Jahren beendete Mr. Hodgins dieses Zuchtexperiment. Der hatte da einige schwere Probleme. Man weiß nichts Genaues, doch dieses Experiment wurde von anderen weitergeführt, also aufgenommen, und nach einigen Jahren entwickelte sich mit diesem Bull Arab der absolut unangefochtene Saupacker Nummer 1 in Australien, der heute eine riesen Fanbase unter diesen Wildschweinjägern in Australien hat. Ja. Es entwickelten sich mit der Zeit zwei verschiedene Typen dieses Bull Arabs. Und zwar spricht man da von der New South Linie, die zusätzlich noch etwas Mastiff Blut in sich trägt, um mit den Wildschweinen, die in dieser Region dort größer sind, besser zurechtzukommen. Und dann gibt's noch diese Queensland Linie, die kein Mastiff Blut in sich hat, aber zusätzlich Bloodhound Blut in sich trägt, um eine noch exzellentere Nase damit zu erreichen. Der Bull Arab ist als Hunderasse nicht offiziell anerkannt. Leider, ja. Weder von der FCI noch von anderen größeren Dachverbänden. Aber es gibt einen Standard von diesem Hund, den ich kurz mal ankratzen möchte. Bei Rüden sprechen wir von Schulterhöhen zwischen 63 und 69 cm. Also das sind schon recht große Hunde. Hündinnen erreichen zwischen 61 und 66 cm. Gewichtstechnisch pendeln wir uns ein. Mein Hund begrüßt mich gerade. Hey, ist ja heiß. Gewichtstechnisch pendeln wir uns ein zwischen 32 und 42 Kilo. Das Fellkleid ist sehr kurz und die Farben bewegen sich
von weiß über schwarz, rot, black and tan gestromt. Hunde mit Platten, also das Farbspektrum, ist riesig. Da sind Hunde mit Schlappohr, langer Rute, recht langbeinig, extrem athletisch. Die Gesamterscheinung, auf mich wirkt dieser Hund ähnlich wie ein großer Caterhuller Leopard Dog oder ein farbiger Rhodesian Ridgeback. So in diese Richtung gehen die anatomisch rein. Auch würde ich sagen, dass ihr Körpergewicht, ihr gesamter anatomischer Aufbau den perfekten Catchdog darstellt. Also wie gesagt, gewichtstechnisch, die Athletik, man sieht, das ist ein schneller, unheimlich starker Hund. Charaktertechnisch, auch hier gefallen sie mir gut, denn dieser Hund trifft meinen Geschmack allgemein zu 100%. Diese Hunde gelten als super tolle Familienhunde. Hunde mit exzellent ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb. Die finden ihren Platz nicht nur bei Wildschweinjägern in Australien. Das sind auch sehr beliebte Familienhunde und werden auch als Rettungshunde eingesetzt, genauso wie Diensthunde, wie als Diensthunde bei der Polizei. Also ihr Einsatzgebiet ist doch recht groß, dafür, dass das eigentlich keine anerkannte Hunderasse ist. Also ich möchte Ihnen ein Gesamtfazit abgeben von diesem Hund. Wie ich schon vorher gesagt habe, trifft der Bull Arab meinen persönlichen Geschmacken zu 100%. Das ist ein wunderschöner Hund, ein athletischer Hund, der über tollen Charakter verfügt. Das Problem ist nur, wenn man sich für diesen Hund wirklich ernsthaft interessiert, ist es sehr schwer, eine gute Linie zu finden. Ja? Hier wird sehr viel Betrug betrieben, möchte ich mal sagen. Ähnlich wie beim germanischen Bärenhund oder beim Moskauer Wachhund werden ihnen hier oftmals Hunde verkauft, die mit diesen originalen Blutlinien nichts mehr zu tun haben. Also hier werden oftmals verschiedene Hunderassen in Bullarabs eingezüchtet und ihnen als echter australischer Pickhunter, echter australischer Bullarab präsentiert. Doch das ist oftmals nicht so, wie man in australischen Foren, wo es um diesen Hund geht, schnell mal erfahren kann. Wäre ich eine Person, die ernsthaft an diesem Hund interessiert ist, und ich wäre so eine Person, ja, wenn ich meinen tollen Hund nicht hätte, dann würde ich mich erstmals im Internet anständig informieren, wo man eventuell noch echte Blutlinien dieser Queensland-Linie oder dieser New South Wales-Linie finden kann. Danach Kontakt aufnehmen. Ich würde mir auch die Arbeit antun, nach Australien zu fliegen, persönlichen Kontakt dort zu pflegen mit diesen Leuten, mir die Hunde anzusehen und dann eventuell zuzuschlagen. Denn es ist schade, ja, wenn Ihnen Leute eine Hunderasse oder einen Typ Hund anbieten, der eigentlich nichts mit diesem Hund zu tun hat, den sie suchen. Denn oftmals entwickeln die völlig andere Charaktere, auch wenn sie sich optisch miteinander ähneln. Ja? Und so weiter. Sie wissen schon, was ich meine. Also wenn Sie sich wirklich für diesen Hund, für diesen Wahnsinns-Catchdog, für diesen Bull Arab interessieren, und ich könnte Sie gut verstehen, dann würde ich mir hier wirklich ganz intensiv Info holen, wo man solch einen tollen Kapazunder in Australien eventuell erhalten kann. Ja, nochmal, Hund, der absolut meinen Geschmacken trifft, vielleicht ein Hund, den Sie noch nicht kannten, ich kenne ihn auch erst seit kurzer Zeit, wunderschön. Habe ich leider noch nie in Natur, also persönlich gesehen, werden Sie auf Ausstellungen in Europa höchstwahrscheinlich auch nie sehen können, weil es kein Ausstellungshund ist, aber ich würde ihn gern mal sehen. Bin mir sicher, ich wäre schwer beeindruckt von diesem Hund. Ja, liebe Zuseher, das war's mit dem Bull Arab. Ich werde vielleicht noch zwei, drei andere Hunderassen demnächst bringen, die auch mir erst seit kurzem bekannt sind und welche auch Sie vielleicht noch nicht kennen. Doch, mit heute war's das. Ich werde jetzt das Outback in Australien wieder verlassen, denn hier ist es ziemlich heiß. Wusch, da bin ich wieder. Der Transporterraum der Enterprise funktioniert einwandfrei. Ich bin sogar neu bekleidet. Scotty hat sie immer noch drauf. Nein, ich hatte da eine kleine Auseinandersetzung mit meiner Videosoftware und muss deswegen dieses Video auf die altbekannte Art und Weise beenden. Aber das macht ja nichts. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt allerdings möchte ich Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Das war's schon wieder.